Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, die Redebeiträge von SPD und CDU und der AfD, jetzt mal gar nicht zu reden, zeigen mir eigentlich, dass der Radverkehr als ernsthafte und tatsächliche Verkehrsform, die nicht nur aus Freizeitradern besteht, sondern tatsächlich aus Alltagsstraßenverkehr in dieser Stadt immer noch nicht ernst genommen wird. Das ist ziemlich schade. Also selbstverständlich haben Radfahrer das Problem, dass sie mit unsicheren, unzureichenden und schlecht ausgebauten Radwegen zu kämpfen haben, dass es tatsächlich in Teilen gefährlich ist. Und das kann ich als regelmäßiger Radfahrer, der auch tatsächlich die Wege zur Arbeit und zurück und zu allen möglichen anderen Terminen weitgehend oder ja mit dem Rad zurücklegt, bestätigen. Frau Koch hat zu der Fahrradstraße Fiedlerstraße etwas gesagt, deshalb muss ich das jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr ausführen. Das ist aber natürlich Teil der Bedenken, die wir an diesem Punkt haben. Und nur damit da keine Missverständnisse entstehen, wir sind natürlich für Fahrradstraßen. Genauso wie wir für sichere, klar abgegrenzte Radwege sind und nicht nur für irgendwelche nachträglich auf die Fahrbahn gepinselten Schutzstreifen, sind wir auch für Fahrradstraßen als ein Instrument der Förderung des Radverkehrs. Nur müssen es dann eben echte Fahrradstraßen sein, die tatsächlich auch durchgesetzt werden und die umgesetzt werden. Das, was ich zum Beispiel auf der Fiedlerstraße regelmäßig erlebe, ich fahre da ja auch mehrmals die Woche lang, ist eben das Gegenteil davon. Und wir müssen uns ernsthaft überlegen, wenn wir Fahrradstraßen einrichten, wie wir es kommunizieren können und im Zweifelsfall auch kontrolliert durchsetzen können, dass Fahrradfahrer dort nicht mutwillig abgedrängt werden, dass sie von Autofahrern weggehoben werden und so weiter. Und da fehlt es dann in der Umsetzung meistens tatsächlich noch an einem. Das Argument mit der Kreuzung, das verweist dann auch schon wieder auf das Negativbeispiel der Fiedlerstraße. Wir haben ja da einen Radweg, der dann durchtrennt wird, durch die große Kreuzung in der Eisenschmiede. Eine gefährliche Kreuzung, in der es regelmäßig zu Unfällen kommt, nicht nur mit Radfahrern, aber eben auch. Und wo es auch schon Tote gegeben hat. Eine Kreuzung, mit der sich der Ortsbeirat Nordholland schon etliche Male kritisch auseinandergesetzt hat, also bisher ist nichts passiert. Und wenn ein Radweg an einer solchen Kreuzung endet, nicht tatsächlich sichergestellt wird, dass Radfahrer in der Lage sind, auf einer Fahrradstraße diese Kreuzung auch sicher zu überqueren, dann haben wir ein Problem, weil dann im Prinzip die ganze Absicht dieser Fahrradstraße konterkariert wird. Und das war der Sinn unseres Änderungsantrages und ist auch der Grund, weshalb wir bei aller Unterstützung für einen Ausbau des Radverkehrs und für echte Fahrradstraßen diesem Antrag zwar positiv, aber nach wie vor skeptisch gegenüberstehen.